Price Express kann das Geschlecht eines Absenders automatisch aus einer Outlook-E-Mail ermitteln, wie hier gezeigt. Wir schauen uns jetzt an, wie das in Price Express realisiert wird. Wir beginnen zunächst mit einer Programmierung, da eine Eingabe zu verschiedenen Textausgaben führen soll. Hierfür eignet sich der Vergleich. Als erstes geben wir an, welcher Eingabewert verglichen werden soll. Mit Klick mit der rechten Maustaste können wir weitere Makros hinzufügen. Und zwar möchten wir hier das Outlook-Add-in, das sich unter externe Daten befindet, aufrufen. Es gibt hier eine vorgefertigte Funktion Geschlecht. Dieses Makro versucht über eine Vornamensliste das Geschlecht zu ermitteln. Wenn zum Beispiel das Outlook-Add-in den Vornamen Katrin ermittelt, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass es sich dabei um eine weibliche Absenderin handelt. Das Outlook-Makro gibt eine 1 aus, wenn es sich um eine weibliche Absenderin handelt. Wir können dann schreiben, sehr geehrte Frau. Und wir können weiter gleich den Nachnamen ausgeben. Wieder mit einem rechten Mausklick, externe Daten, Outlook-E-Mail und Nachname. Nun fügen wir einen weiteren Vergleich hinzu. Und zwar gibt das Outlook-Add-in für die Geschlechtserkennung eine 2 aus, wenn es sich um einen männlichen Absender handelt. Also sehr geehrter Herr. Und das Nachname können wir von oben kopieren. Wenn die Geschlechtserkennung von dem Outlook-Add-in nicht eindeutig einen weiblichen oder männlichen Absender ermitteln kann, dann gibt es eine 0 aus. Wenn der Vorname zweideutig ist, wie zum Beispiel Kim, wird eine 3 ausgegeben. Das heißt, wir können für alle anderen Fälle eine neutrale Anrede verwenden. Fertig. Jetzt können wir dem Makro noch einen Namen geben und mit OK wird das Ganze in den Textbaustein eingefügt. Das kann hier noch mit einem Komma abgeschlossen werden und zwei neuen Zeilen und entweder kann man jetzt noch einen Textbaustein fortführen oder man verwendet die geschlechtsspezifische Anrede für andere Textbausteine und bettet sie dort ein.